Hallo. Wunderschönen Freitagabend. Entschuldigung, ich musste mir noch das Spektakel draußen angucken. Ah. Ei, ei, ei. Bei uns wird ein neues Haus aufgestellt. Und es ist seit ein paar Stunden absehbar, dass es anfängt zu regnen. Und ich habe gerade eben die Katze gehört und dachte mir, die Katze kommt rein. Die Katze kommt. Ich gucke so aus dem Fenster und ich so, boah, ist das ein Schütten. Ich mache das Licht an und ich gucke die Katze an, boah, ist die Katze nass. Ich gucke so raus, mach unten die Tür zu, weil die Terrassentür war noch offen und ich sehe. Sie versuchen verzweifelt, noch ihr Haus abzudecken, weil sie es nicht schon getan haben, obwohl es seit Stunden absehbar ist, dass es anfängt zu regnen. Ja, was soll ich sagen? Da klettert jetzt einer diesen Wänden rum. Und klopft da Folie drauf fest. Dass da nicht nass drin wird. Wollten nur extra Arbeit. Ach so, das im strömenden Regen, geil. Hi, Hamsti. Hab dich auch lieb. Danke. ANN-Alarm. Neuer Artikel über Eden Prime. Von Allianz News Network, ihr Informationspartner. Allianz-Vertreter haben bestätigt, dass die einheimische Widerstandsbewegung auf Eden Prime die Cerberus-Truppen erfolgreich vertrieben hat. Cerberus hatte Eden Prime aus noch unbekannten Gründen angegriffen und damit begonnen, die Kolonie zum Besatzungsplaneten zu machen. Aber nach unermüdlichen Angriffen durch die vereinte Bevölkerung musste Cerberus wieder abziehen. Die Allianz schickt nun Evakuierungstransporter, um die Kolonisten abzuholen, bevor die Reaper die Kolonie erreichen. Wir verdanken diesen Sieg der Allianz, sagte Widerstandsführer Edward Crabb in einer vorbereiteten Erklärung. Die Menschen auf Eden Prime waren immer kampfbereit, aber es bedurfte der Information durch die Allianz, damit wir diese Cerberus-Mistkerle auch tatsächlich von unserem Planeten vertreiben konnten. Viele Widerstandskämpfer wollen sich nun beim Militär verpflichten, um die Allianz zu unterstützen. Yeah. Aktuell die volle Ladung auf YouTube Mass Effect 1. Ich selbst besitze ein Mass Effect 2 und im Stream kommt Mass Effect 3. Yeah!
nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Die vielen Flüchtlinge müssen ja irgendwo hin. Ich habe gehört, wir wollen irgendwo hin. Wir wollen bestimmt irgendwo hin. Wollen wir irgendwo hin? Ja, ne? Wir wollen ihn Prime verlassen. Richtig? Prime verlassen. Stimmt, oder? Hier noch ein bisschen rumscannen. Ich sollte nicht zu viel scannen, richtig? Zu scannen. Was siehst du? Ich will nicht so viel scannen. Das hieß, dann kommen die Dingsies. Ich will nicht, dass die kommen. Das arme Eden Prime. Die Atmosphäre von Xanadu besteht maßgeblich aus Methan und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen an Calcium. Durch die abgelegene Lage in den kalten Gebieten des äußeren Systems und den Mangel an wertvollen Ressourcen gibt es kein besonderes Interesse an diesem Planeten. Orbitalperiode 1029,9 Erdjahre, Radius 3730 Kilometer, Tageslänge 69,8 Erdstunden, Atmosphärendruck 0,19 atm, Oberflächentemperatur minus 216 Grad Celsius. Oberflächenschwerkraft 0,3G. Nirvana. Nirvana hat eine Exosphäre aus Xenon und Krypton. Die Oberfläche ist eine Mischung aus Eiswasser und Eisenoxiden mit kryovulkanischen Wolken aus Kalisalzen, die sich entlang des Äquators konzentrieren. Nirvana ist kommerziell wie wissenschaftlich kaum interessant. So, zwar Anfang der 2160er Jahre einige geologische Forschungsstationen eingerichtet, aber die sind alle seit Jahren geschlossen. Die Allianz betreibt noch eine automatische Eisbruchstation, die ganz nebenbei eine größere Menge Deuterium-Treibstoff für die Flotte produziert hat. Entfernung zur Sonne 25,6 AE, Umlaufzeit 129,9 Erdjahre, Radius 3212 Kilometer, Tagesdauer 63,9 Erdstunden, atmosphärischer Druck, Exosphäre. Oberflächentemperatur minus 203 Grad Celsius. Kalt. Oberflächengravitation 0,2 G. Dort landet man also, wenn man ins Nirvana geschickt wird. Yep. Arcadia. Arcadia ist eine ungewöhnlich große terrestrische Welt mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Helium. Die sengend heiße Oberfläche besteht hauptsächlich aus alkalischem Basalt, zudem gibt es hier auch große Vorkommen an Metallen. Trotz der wilden Schönheit der Landschaft mit vielen bizarren Säulenformationen aus Basalt hat diese lebensfeindliche Umwelt von Arcadia eine Besiedlung bis heute verhindert. Orbitalperiode 0,6 Erdjahre, Radius 10.893 Kilometer. Tageslänge 25,6 Erdstunden, Atmosphärendruck 16,17 atm. Oberflächentemperatur 358 Grad Celsius. Oberflächenschwerkraft 5,0 g. Okay, ja, nicht eine Küstenstadt in den USA. War Arcadia nicht die eine Stadt in der einen Serie? Witzig, ne? Gab's nicht auch Arcadia Fall? Das ist, glaube ich, auch ein Spiel. Arcadia Bay ist der Handlungsort von dem ersten Life is Strange. Life is Strange. Mhm. Arcadia Fall ist, glaube ich, aber auch ein Spiel. Sekunde. Yeah.
davon habe ich die Demo gespielt. Im Stream. Hätte ja vorhin. Hast du im Stream gespielt? Ich glaube schon. Zeon ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant und sogar größer als der Jupiter. Trotz der niedrigen Schwerkraftverhältnisse und der tödlichen Strahlenbelastung hat sich dort eine kleine Helium-3-Minenindustrie angesiedelt und am Stand standen. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Zeon ist der einzige Gasgigant im Utopia-System und damit die einzige Kraftstoffquelle für die Energiewerke und Raumhäfen von Eden Prime. Um Zeon kreisen 112 Satellitengestirne von künstlich integrierten Asteroiden bis zum Asphodelmond, der durch seine Größe eine dichte Atmosphäre aufweist. Population 1061. Orbitalperiode 52,8 Erdjahre. Radius 74.333 Kilometer. Tageslänge 10,5 Erdstunden. My good English. Very good. Very good English. Very good. Ja, da bin ich nicht dran. Nein. Hä? Was macht der Sprung? Trojanischen Primarchen. Ach, der wird später immer noch gerettet werden, oder? Ich wollte schon immer dahin. Zerberus Lupo. Logbuch. Datriux. Datriux ist ein kleiner Gesteins- und Eisplanet mit einer extrem dünnen Atmosphäre auf Stickstoffbasis. Die Iridiumvorkommen des Planeten gehören zur strategischen Reserve von Palaven während der Kroganischen Rebellionen. Und die Anlagen sind bis heute in Betrieb. Skizzen zeigen an, dass die Reaper die Einrichtungen auf der Oberfläche nicht zerstört haben. Entweder sehen sie darin keine Bedrohung oder sie haben Pläne, sie für eigene Zwecke zu nutzen. Einige wenige Reaper-Zerstörer bewachen den Planeten, unterstützt von einem Großkampfschiff für den Fall, dass die Turianer versuchen, den Planeten zurückzuerobern. Entfernung zusammen 8,7 AE, Umlaubzeit 25,7 Erdjahre, Radius 7183 Kilometer, Tagesdauer 31,8 Erdstunden, atmosphärischer Druck, Exosphäre, Oberflächentemperatur minus 164 Grad Celsius. Palaven. Das einzige auf diesem Planeten, das nicht aus Silber ist, sind die Turianer. Die sind nämlich eindeutig aus Stahl. Das war der Eindruck des Allianzhelden John Grissom von der turianischen Heimatwelt Palaven. Als er sie nach dem Erstkontaktkrieg zum ersten Mal sah. Palaven? Okay. Die kriegerische Einstellung der Turianer durchzieht jeden Aspekt der Gesellschaft auf Palaven. Von der Architektur über die Kunst bis hin zur Politik. Es ist keine Überraschung, dass ihre Heimatwelt bis jetzt noch nie von feindlichen Truppen erobert wurde. Den Reapern war der Ruf ihres Feindes wohl bewusst, darum griffen sie Palaven auch mit einer gewaltigen Übermacht an und bombardierten ohne Zögern alle Städte, die Widerstand leisteten. Und sie leisteten alle Widerstand. Der Staub und Rauch der pulverisierten Städte ist mittlerweile auf
einem Großteil des Planeten ein Gesundheitsrisiko. Die Wasser- und Energiereserven sind nahezu verbraucht, aber der Kampf hier war auch für die Reaper mit hohen Verlusten verbunden. Allianz-Hinweis für Reisende. Das schwache Magnetfeld von Pelamon bedeutet eine höhere Solarstrahlung als auf anderen bewohnbaren Planeten. Menschenbesuchern wird für den Besuch zu Umweltanzügen oder anderen Strahlenschutzmaßnahmen geraten. Population 6,1 Milliarden. Population Orbitalstation 350.000. Geschätzte Population vor der Invasion. Hauptstadt. Was? Zeit mehr, wenn ich das falsch vorlese, oder? Was? Die Kritine. Was? Kehrung zur Sonne, 1,1 mit 2. Umlaufzeit 1,2 Erdjahre, Radius 8.990 Kilometer, Tagesdauer 28,3 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,1 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 31 Grad Celsius, oh Mann, nicht warm, Oberflächengravitation 1,1 Pg. Nicht ja ran, nein, oh, hab ich ja Glück gehabt. Aventen ist nach dem Strategen, Philosophen benannt, dessen Abhandlung über Führung jeder Turianische Jugendliche kennt, der in der Schule aufgepasst hat. Es handelt sich um einen kleinen heißen Gesteinsplaneten, der von einem Dunst aus Methan und Helium umgeben ist. Zu Beginn des turianischen Raumfahrtzeitalters wurden wertvolle Minerale abgebaut, aber danach hatte der Planet nicht mehr viel zu bieten. Die wenigen Spionagesatelliten und Verteidigungsdrohnen von Aventen waren nicht einmal für eine kleine Reaper-Präsenz ein Hindernis und man kann davon ausgehen, dass sie zerstört wurden. Entfernung zur Sonne 0,3 AE, Umlaufzeit 0,2 Erdjahre, Radius 5488 Kilometer, Tagesdauer 19,1 Erdstunden, atmosphärischer Druck 3,01 Erdatmosphäre. Oberflächentemperatur 454 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,7 G. Zalax. Wie der nahegelegene Vent wurde auch Zlex nach einem alten Philosophen und Autoren benannt. Aber während Aventen für die militärischen Führer von morgen schrieb, konzentrierte sich Zlex auf jene, die den Soldaten ernähren, einkleiden, verarzten und bewaffnen. Ihr Hauptwerk, Dienstleistung, enthält ein langes Kapitel über die Gesetze, die die Basis des turianischen Konzepts der Bürgerebenen bilden. Zelex ist kälter als Aventen und darum wurden seine Minerale auch zuerst abgebaut. Die turianischen Verteidigungsanlagen auf Zelex sind nicht vollständig zerstört, was ungewöhnlich ist. Möglicherweise haben Reste der versprengten turianischen Flotte den Planeten als Deckung genutzt und die Reaper-Zerstörer, die auf Satellitenjagd waren, vernichtet, bevor deren Mission abgeschlossen war. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Zerstörer die Verteidigung aus dem Orbit gehackt haben und die übermannten Drohnen jetzt ihren Befehlen folgen. Entfernung zur Sonne 0,6 AE, Umlaufzeit 0,4 Erdjahre, Radius 6349 Kilometer. Tagesdauer 64,5 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,06 Erdatmosphären. Oberflächentemperatur 187 Grad Celsius, Oberflächengravitation 1,0 G. Ich komme nicht zu scannen. Oh mein Gott, den habe ich fast übersehen. Er ist so witzig. Impera.
Der kleine Planet Impera ist ein Treibhaus aus Helium und Argon. Letzteres ein Produkt verrottender radioaktiver Substanzen. Früher wurde hier lukrativ Robobergbau betrieben. Aber wie im Rest des Sonnensystems sind die betriebenen Adern auf kosteneffektivem Weg nicht zugänglich. Der Planet ist nach Atrin Impera benannt, der turianischen Machiavelli, deren ehrgeizige politische Philosophie zu ihrer mehr als 10 Jahre währenden Regentschaft über das Kontinent umspannenden Hialinreich führte. Sie ist berühmt für ihre Kombination von Bürgerebenen mit einer Leistungsgesellschaft statt eines Kastensystems, was ihr Reich beträchtlich gestärkt hat. Der Ansatz geriet dann für Jahrhunderte außer Mode, bis er zu Beginn des turianischen Zeitalters der Nationalstaaten eine Renaissance erfuhr. Die Reaper-Invasion ignorierte Impera fast vollständig. Es wurde lediglich eine kleine Streitmacht geschickt, um das wissenschaftliche Gerät auf und um den Planeten zu zerstören. Entfernung zusammen 2,4 RE, Umlaufzeit 3,7 Erdjahre, Radius 1676 Kilometer, Tagesdauer 32,6 Erdstunden, atmosphärischer Druck 24,28 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 223 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,1 G. Es ist überall so warm. Wir sehen uns. Arsenos ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant, der Heimat einer bedeutenden turianischen Garnison war, die die Treibstoffinfrastruktur des Planeten verteidigte. Es gab ein Verteilungszentrum für Treibstoff auf Antiprotonenbasis sowie die verbreiteteren Helium-3-Kollektoren. Inzwischen ist die Garnison verschwunden. Die Reaper haben die Turianer vertrieben und sämtliche Maschinen zerstört. Anscheinend sind die Reaper weitergezogen, denn im Moment sind nur einige Volos-Schiffe zu sehen, die wahrscheinlich die Wrackteile ausschlachten. Entfernung zur Sonne 4,8 AE, Umlaufzeit 10,4 Erdjahre, Radius 73.976 Kilometer, Tagesdauer 12,3 Erdstunden. Weiß ich, was mit dem Vorlesen wohl durch ist. Nicht mehr so lang. Guck mal, Treibstoff ist immer noch voll, das ist ja schön. Geht der überhaupt mal leer? Ja, ich bin ja schon durchs Massenportal geflogen. Da brauche ich ja keinen Treibstoff. Wow. Nein, ich will nicht zum Rand. Hallo Kitty Cat! Ja, ja. Mach mal meine Kamera sauber. Du bist immer noch ein bisschen nass. Na? Du bist voll im Bild. Ja, du bist voll im Bild. Hier bist du. Hier, das bist du. Hier, du bist immer noch im Bild. Hier, und jetzt bist du voll in der Kamera. Ja. Genau, pflanz dich. Perfekt. Jetzt sehe ich auch was.